Horoskop für Juli 2024, für Skorpione. Für Skorpion Juli wird eine reiche und großzügige Monat für Veranstaltungen, wenn um die unberechenbarsten Leidenschaften kochen wird. Mit natürlicher Klugheit können Sie alle Gefahren vermeiden, aber Vorsicht ist noch nützlicher. Versuchen Sie, niemanden zu provozieren, arbeiten Sie ehrlich und respektieren Sie die Gefühle Ihrer Freunde. Skorpione sind nach wie vor beliebt, interessant für andere und gefragt im Beruf. Eine wunderbare Zeit voller angenehmer Begegnungen wartet auf Sie. Liebe für Skorpion, ein echter Segen, so dass Sie die richtige Person zu fühlen, loszuwerden, die bedrückende Einsamkeit. Allerdings ist die Romantik nicht immer von traurigen Gedanken zu retten. Darüber hinaus, nicht auf andere Menschen verlassen, Ihre Unterstützung kann jeden Moment zu beenden, und dann müssen Sie nur auf sich selbst verlassen. Lernen Sie, ein unabhängiger Mensch zu sein, der nicht auf die Meinung anderer oder deren Unterstützung angewiesen ist. Ratschläge für Juli. Für Skorpione ist es wichtig, dass Sie erkennen, dass Ihre Verdienste für bare Münze genommen werden. Wenn ein Arbeitgeber Ihre Ideen nicht beachtet, ist es an der Zeit, sich nach einer anderen Möglichkeit umzusehen. Lassen Sie sich nicht von anderen Menschen Ihre Arbeitsbedingungen diktieren oder Ihre Perspektiven einschränken, bemühen Sie sich, selbst neue Möglichkeiten zu entdecken. Kreativität und zusätzliche Fähigkeiten werden es Ihnen ermöglichen, aus dem Teufelskreis finanzieller Schwierigkeiten herauszukommen. Mit neuen Fähigkeiten und persönlichem Potenzial können Sie sich eine zweite Einkommensquelle erschließen. Die Gesundheit wird im Juli zufriedenstellend sein, aber einige Skorpione werden die Hilfe von Spezialisten benötigen. Es geht um die Gesundheit von Männern und Frauen. In diesen Bereichen ist es besser, sich nicht auf das eigene Gefühl oder den Rat von Volksheilern zu verlassen. Kümmern Sie sich ernsthaft um die Fortpflanzungsfunktionen, denn jede Unachtsamkeit kann schließlich zur Entwicklung schwerer Krankheiten führen. Versuchen Sie auch, eine positive Einstellung zu bewahren und an Ihrem Gemütszustand zu arbeiten. Schenken Sie den Fragen der psychischen Gesundheit genügend Aufmerksamkeit. Liebeshoroskop für Juli. Gewöhnt an jedermanns Aufmerksamkeit, genießen Skorpione weiterhin ihre Beliebtheit und die Liebe des anderen Geschlechts. Tauchen Sie nicht zu sehr in die Welt der romantischen Empfindungen ein, denn das Leben beschränkt sich nicht nur auf Liebe und intime Beziehungen, es besteht aus vielen wichtigen und angenehmen Erfahrungen. Empfehlungen für Skorpione im Juli. Es kann sein, dass Sie mehrere Geständnisse von verschiedenen Personen erhalten, also seien Sie bereit, besonnene und feste Entscheidungen zu treffen. Verführen Sie Ihren Partner nicht, manchmal führen Verspieltheit und der Wunsch, Eifersucht zu schüren, zu negativen Konsequenzen. Bringen Sie Abwechslung in das Familienleben, experimentieren Sie in intimen Beziehungen, verreisen Sie mit Ihrem Ehepartner. Horoskop für Skorpionfrauen. Popularität hat eine Kehrseite, das Werben um andere bringt nicht immer Befriedigung, es kann zu einer Ursache für ernsthafte Ängste werden. Dies geschieht, wenn eine Person mehrere Anerkennungen zur gleichen Zeit erhält, was sie zwingt, sich zwischen verschiedenen Personen zu entscheiden. Wenn man in diesem Fall einige Verehrer ablehnt, kann man unter Schuldgefühlen und Gewissensbissen leiden. Seien Sie nicht traurig, denn in der Tat ist eine direkte Antwort ein Ausdruck von Respekt und Aufrichtigkeit. Denken Sie außerdem daran, dass Kreativität und gegenseitiges Vertrauen die Grundlage für starke Beziehungen selbst in den längsten Familienverbänden sind. Versuchen Sie, nützliche Erfahrungen in der Kreativität, Selbsterziehung zu bekommen, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit auf der Suche nach flüchtigen Treffen und Termine. Horoskop für Männer Skorpione. Skorpione brauchen neue Emotionen, und sie bekommen sie ziemlich oft, was nicht die angenehmsten Situationen in Beziehungen schafft. Sie mögen es, die Eifersucht ihres Partners zu spüren, woraufhin es zu Streitigkeiten kommt. Vielleicht beruhigen die Erfahrungen des Auserwählten zunächst das Ego, aber später können sie zu einem ernsthaften Zusammenbruch führen. Geben Sie also nicht dem Wunsch nach, die Geduld Ihres geliebten Menschen zu testen, geben Sie ihm keinen Grund zur Angst. In der Ehe findet der Skorpion immer einen Grund für neue Ereignisse und Entdeckungen. Ihr Leben kann viel abwechslungsreicher werden, wenn es Raum für neue Experimente gibt. Das gilt besonders für sexuelle Beziehungen, lassen Sie sie nicht eintönig und langweilig werden, finden Sie neue Gelegenheiten für die Freude an der Intimität mit Ihrem Lebenspartner. Finanzhoroskop für Juli. Vertreter dieses Zeichens sind gut organisierte Haushalte und wissen, wie sie ihr Geld verwalten, aber manchmal fehlt es ihnen an Entschlossenheit und Willenskraft. Es kann schwierig sein, einige Ausgaben abzulehnen und die Belastung des Haushalts zu reduzieren. Im Juli schlagen die Sterne vor, sich in Selbstbeherrschung zu üben, zu versuchen, die Ausgaben zu reduzieren und eine gewisse Planung vorzunehmen. Der Sommer ist die ideale Zeit für alle,
die ihre Finanzen überprüfen wollen. Die Empfehlungen der Astrologen für Juli. In der Karriere geht es bergauf, versuchen Sie, keine Fehler zu machen, die diesen Prozess verlangsamen könnten. Lassen Sie sich nicht auf Rechtsstreitigkeiten ein, sondern versuchen Sie, alle Fälle im Vorfeld zu regeln. Halten Sie sich an die Regeln der Finanzverwaltung, achten Sie darauf, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen. Skorpione arbeiten von Beginn des Monats an hart und im Juli sind sie dem gewünschten Ergebnis näher denn je. Auf diesem Weg kann jeder Fehler wirklich unglücklich und verhängnisvoll werden, also versuchen Sie, sich vorsichtig zu verhalten und keine Fehler zu machen. Dies gilt insbesondere für Unterlagen und Berichte, selbst eine kleine Ungenauigkeit kann sich negativ auf Ihre Position auswirken. Versuchen Sie, langsam, aber sorgfältig und fehlerfrei vorzugehen. Bei Rechtsstreitigkeiten drohen unnötige Kosten und gestörte Beziehungen zu Sponsoren und Investoren. Stars raten Ihnen, aufsehenerregende Fälle und Prozesse zu umgehen. Selbst wenn Sie einen Kompromiss eingehen und zusätzliches Geld ausgeben müssen, versuchen Sie, einen Rechtsstreit zu vermeiden, Publicity kann Ihren Ruf schädigen. Pflegen Sie Ihren guten Ruf und geben Sie anderen Menschen keinen Anlass zur Verleumdung. Finanzhoroskop-Ratschläge. Bei der Organisation der persönlichen Finanzen nimmt sich der Skorpion oft Freiheiten heraus, er vergisst einige Ausgabenposten. Zum Beispiel kann man die Bezahlung von Rechnungen für Kommunikation, Transport oder Reinigungsdienste übersehen. Solche Kleinigkeiten machen das Gesamtbild aus, und ein paar nicht berücksichtigte Ausgaben können zu einem Loch im Budget führen. Planen Sie daher Ihre Ausgaben nicht in Eile, nehmen Sie sich dafür Zeit und scheuen Sie keine Mühe, die Daten und Listen zu überprüfen. Gesundheitshoroskop für Juli. Die Gesundheit des Skorpions hängt von seinem inneren Zustand ab, Stresslevel, Selbstwertgefühl und Zufriedenheit. Viele Vertreter dieses Zeichens schenken auch dem Sexualleben und seiner Qualität große Aufmerksamkeit, daher raten die Sterne, den Zustand des Fortpflanzungssystems zu überwachen, Entzündungen rechtzeitig behandeln, Erkältungen und Infektionen vermeiden. Einige Tipps für eine bessere Gesundheit. Sport nur um der Gesundheit willen treiben, nicht um schlank zu werden oder schön auszusehen. Wählen Sie nur bequeme Schuhe, besonders im Urlaub, Sie müssen sich wohl und sicher fühlen. Halten Sie sich nicht mit negativen Emotionen und alten Kränkungen auf, sie belasten und verlangsamen die Erholung vom Stress. Übergewicht beeinträchtigt das ordnungsgemäße Funktionieren des Herzens und ist oft die Ursache für Kurzatmigkeit und Gelenkschmerzen. Unter diesem Gesichtspunkt sollte eine Gewichtsabnahme in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus führt Übergewicht häufig zu Veränderungen im Hormonhaushalt, die für die Gesundheit von Frauen schädlich sind. Nehmen Sie nicht um der Schönheit und Beliebtheit willen ab, regulieren Sie das Gewicht um seiner selbst willen und für ein langes Leben. Skorpione lieben spektakuläre Outfits und wählen oft hochhackige Schuhe oder enge Schuhe. Denken Sie daran, dass solche Optionen elegant aussehen können, aber gleichzeitig schädlich für die Gesundheit, sie deformieren die Füße, quetschen die Gelenke. Seien Sie vorsichtig bei der Wahl der Schuhe und bevorzugen Sie bequeme und stabile Modelle. Achten Sie außerdem auf eine korrekte Körperhaltung, denn die Stellung der Wirbelsäule wirkt sich auf den Zustand fast aller inneren Organe aus.